Willkommen zum Corona-Talk von Asklepios. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen Gast. Es ist Dr. Götz Broscheid. Sie sind Chefarzt der Psychosomatik am Asklepios Westklinikum in Hamburg. Schön, dass Sie die Zeit finden, hier zu sein. Nun ist es ja so, dass auch während der Corona-Epidemie die psychisch kranken Menschen trotzdem psychotherapeutische Versorgung brauchen. Normalerweise finden Psychotherapien ja von Angesicht zu Angesicht statt. Kann das im Moment so stattfinden? Grundsätzlich kann es, wenn wir aus erstmal nur juristischer Perspektive gucken, gab es ja keine Vorschriften für die psychotherapeutischen, psychiatrisch-psychosomatischen Bereiche. Das heißt, es bleibt uns überlassen, was medizinisch notwendig ist. Mhm. Dann haben wir auch eine Fürsorgepflicht und natürlich kann es nicht mehr ganz so stattfinden. Mhm. Also an erster Stelle galt die Sorge unseren körperlich schwerer kranken Patienten, die wir ja auch haben, nicht mit dem Schwerpunkt Krankheitsverarbeitung zum Beispiel. Die haben wir versucht, möglichst anders zu behandeln, dass sie nicht im Klinikzusammenhang sein müssen, weil das Risiko einfach zu groß ist. Aber Sie haben völlig recht, wir brauchen die direkte Begegnung. Wir brauchen auch eine Begegnung ohne Masken, dass man sich sehen kann, teilweise sogar Berührung oder Sport in einem Raum. Also wir machen im stationären Aufenthalt allen noch das, was im Moment allen anderen verboten ist. Also gibt es gar keine Umstellung? Die Patienten Doch. Müssen sich nicht umstellen? Doch, die gibt es natürlich. Ich sage das jetzt so locker. Wir haben, wie ich schon sagte, auch eine Fürsorgepflicht und die erste Umstellung, die wir sofort getroffen haben, ist natürlich die Gruppengrößen, in denen gearbeitet wird, zu verkleinern, damit die Abstandsregel im Kern eingehalten wird. Aber Sie müssen sich vorstellen, wie funktioniert denn zum Beispiel stationäre Psychotherapie? Die Kernidee ist, einen geschützten Raum zu haben, in dem einem nicht so viel passieren kann, seine Abwehrstrategien etwas runterfahren kann und man in einem Art familiären Rahmen aufgehoben ist. Ja, für Familie braucht es eine gewisse Nähe. Deshalb definieren wir es ein bisschen sozusagen, es ist ein bisschen wie Kernfamilie. Also die Patienten sind jetzt nicht mehr in bis zu 12er-Gruppen, sondern nur noch in 6er-Gruppen, in großen Räumen, halten Abstand, betreten zum Beispiel kleine Räume wie die Küche nur noch allein. Aber natürlich sitzen sie immer noch zusammen und essen zusammen mit 1,5 Meter Abstand, aber sind auch in Bewegungstherapie zusammen in einem Raum. Natürlich sind die Übungen ein bisschen angepasst, aber wir brauchen die Begegnung. Aber vielleicht für manche Patienten auch gar nicht unbedingt von Nachteil, oder? Ich stelle mir vor, manche mögen auch lieber kleine Gruppen. Ja, einigen kommt das sicherlich entgegen. Auch die Therapeuten schätzen es durchaus, in kleineren Gruppen zu arbeiten, obwohl sie eine gewisse Dynamik brauchen. Denn wir wollen ja den Patienten am Ende dabei helfen, in der Welt draußen klarzukommen. Mhm. Und dafür darf es nicht zu kuschelig sein. Wenn die Gruppe zu klein wird, dann ist es viel schwerer, Konflikte auszuleben, weil das alles viel näher ist und bedrohlicher. Aber darauf müssen wir natürlich achten, sodass wir, wie gesagt, die Gruppen verkleinert haben und steuern im Moment auf eine Einzelzimmerbelegung hin. Nicht, dass sie zumindest in dem Bereich die Patienten nicht zu sehr aufeinander treffen. Nun gibt es ja, Gott sei Dank, sage ich, die digitalen Medien heutzutage, Skype, Videochat. Viele Gruppen treffen sich, verabreden sich abends irgendwie auf ein Gläschen zusammen, in Anführungsstrichen, weil man eben auch die Nähe oder den Kontakt braucht, nicht nur übers Telefon. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Findet das Anwendung? Sie haben die Erfahrung wahrscheinlich mit Freunden schon mal gemacht und kennen den Unterschied. Der ist erheblich. Das heißt, immer dann, wenn Therapie beginnt und man ein sogenanntes therapeutisches Arbeitsbündnis aufbauen, was also eine Beziehung aufnimmt, auf die man auch zurückgreifen kann, die auch belastbar ist, braucht man den persönlichen Kontakt. Das heißt, bei Erstbegegnung gibt es keine Alternative, wenn eine Therapie aufgenommen werden soll, dass es eine persönliche Begegnung gibt. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass mein Behandlungsstuhl oder meine Behandlungsstühle deutlich weiter auseinanderstehen mittlerweile. Oh. Also wir schaffen die 1,5 Meter. Ich wollte gerade sagen, das sind doch mindestens 2 Meter bei uns. Ja. Also aber finden diese psychotherapeutischen Sprechstunden und die probatorischen Gespräche noch statt auf diese Ebene, also 4 Meter Abstand? Oder wie haben Sie das Zimmer eingerichtet? Ja, ich würde sagen, es sind 4 Meter und ich lüfte. Also das heißt, es ist gerne auch ein leichter Windzug da, der die Aerosole davontreibt. Das ist natürlich mehr fürs Gefühl. Ja. Aber natürlich findet der Videobereich Anwendung. Gerade wenn man die Patienten schon kennt. Das heißt, es gibt durchaus Patienten, zum Beispiel auch körperlich kränkere, wo man sagt, das Risiko ist zu hoch, lassen Sie uns entweder 50 Minuten, klassische Therapiedauer, telefonieren
Oder Skypen. Mhm. Und das wird genutzt. Und im kollegialen Kreis, das ist ja noch viel problematischer, nutzen wir es natürlich auch. Stellen Sie sich vor, ich habe mich früher mit meinen Kollegen in einem engen Raum, wir sind 70 Mitarbeiter oder 80, haben wir uns einmal die Woche, nee, alle zwei Wochen getroffen. Nicht mit 4 Meter dicht Abstand. Dicht an dicht, in mehreren Reihen. Mhm. Ich habe mich regelmäßig mit meinen Oberärzten getroffen. Wenn wir uns jetzt treffen würden und anstecken, würden schlagartig, würde eine ganze Berufsgruppe oder Führungsgruppe ausfallen. Das können wir natürlich nicht mehr machen. Also da werden die digitalen Medien dann auch genutzt? Wir machen Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Aber die digitalen Medien sind in vielen Bereichen schon etabliert, wenn Sie an Suchtbehandlung denken, also wo Langzeitbegleitung wichtig sind. Mhm. Da hat man viel Erfahrung damit gemacht und wir machen das also, wenn Kollegen ausfallen, wenn ich an meine Patienten denke, die ich persönlich betreue und ich müsste jetzt in Quarantäne, ich kam aus dem Skiurlaub und musste zum Beispiel in Quarantäne, dann führt man natürlich die in Kontakt, sofern man gesund ist und arbeitsfähig auch, so weiter. Nun ist das Besuchsverbot ja auch bei Ihnen, bei den Patienten, also von Freunden, von Verwandten, ist das ein großes Problem? Wie stark beeinflusst das Ihre Arbeit? Sie müssen ja sozusagen dann doppelt abfangen, oder? Ja, wir haben im Westklinikum zusammen mit dem psychiatrischen Kollegen, mit Herrn Künstler, besprochen, dass das totale Besuchsverbot, was für die Somatik gilt, bei uns für das Gebäude gilt. Aber die Patienten dürfen sich noch auf dem Gelände bewegen und dürfen Familienangehörige noch mit Abstandsregeln durchaus begegnen. Ach so. Das wird konkret besprochen, aber es gibt die Möglichkeit. Aber wir mussten uns auch schon von Patienten trennen, die sich daran überhaupt nicht halten konnten und das nicht einsehen konnten. Das ist akzeptabel. Jeder hat das Recht zu sagen, das geht für mich nicht, aber dann geht es natürlich bei uns nicht, weil das Risiko zu groß ist. Erstaunlich war, dass am Anfang, aber das ist eigentlich vielleicht auch nicht erstaunlich, dass wenn etwas Bedrohliches kommt und man Angst hat, dann sind wir alle erstmal vorsichtig und ziehen uns zurück. Wir haben alle stillgehalten, sind zu Hause geblieben und keiner hat sich groß beschwert. Jetzt fängt es an, unruhiger zu werden. Nicht so 2 Wochen, 3 Wochen geht das, aber jetzt fängt es an, schwieriger zu werden, auch ohne Besuch, ohne soziale Kontakte. Homeoffice haben am Anfang alle erzählt. Toll. Super, ich bin so effektiv wie nie. Mhm. Hört ein bisschen auf. Kommt einem ja aber auch viel, viel länger vor, oder? Wie ist denn das überhaupt, also jetzt aus psychologischer Sicht, wenn Menschen zwangsweise so isoliert werden, warum ist das so schwer? Sie müssen sich vorstellen, es gibt kein Lebewesen auf der Welt, das so abhängig von Beziehungen ist. Wir werden als physiologische Frühgeburt geboren, würden sterben ohne Eltern. Und diese Prägung auf Beziehung, auf so eine unglaubliche Abhängigkeit, bleibt ein Leben lang bestehen. Und Sie können trainieren, allein klarzukommen. Es gibt viele Menschen, die haben kein Problem damit. Haben die wirklich kein Problem? Oder? Nö, die haben erstmal mit dem den Lebensraum selbstständig gestalten und keine Menschen vor Ort. Die haben andere Bezugsobjekte. Ne? Man, in einem gänzlich isolierten Raum ohne Bezugsobjekt kann man nicht leben als Mensch. Ja. Aber wir sind mittlerweile über 8 Milliarden, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir sind es immer weniger gewohnt, längere Strecken allein zu verbringen. Es gibt gar keine Übung. Und wir sind soziale Wesen. Und was passiert, wenn man lange allein ist? Wenn man es umgangssprachlich formuliert, man wird nerdig. Der Kontakt, wenn wir Kontakt haben, dann korrigieren wir uns gegenseitig. Ich kriege Rückmeldungen von Ihnen. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht mehr wasche, würden Sie mir irgendwann sagen, sag mal, jetzt wasch mir deine Haare. Wenn ich allein bleibe, irgendwann spielt das keine Rolle mehr. Und dieser Verlust der Korrektur, wir sind ja soziale Wesen, die Interaktion bestimmt unsere Psyche. Also ich will so sagen, unser psychisches Organ ist ein Interaktionsorgan. Es reguliert den Umgang mit der Umwelt, die Anpassung. Und wenn da was wegfällt. Und jetzt ist auch nicht so, dass wir nicht leben könnten ohne bestimmte Kontakte, aber die Umstellung ist enorm. Und wenn man dann wieder sich integrieren will, ist wahrscheinlich doppelt schwierig, oder? Wie lange kann man so allein sein, ohne dass es Schäden nimmt? Das kann ich nicht allgemein festlegen. Könnte man keine Warnung aussprechen und sagen, ab 4 Wochen wird es schlimm. Ich würde mal sagen, man merkt es jetzt, 2, 3 Wochen war es für einige möglich, stillzuhalten. Für manche war es keine 5 Sekunden möglich. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand ich bin. Jede Veränderung ist eine Anforderung. Eine psychische Anforderung.
Sehen Sie durchaus auch Positives jetzt in dieser Krise? Also zum einen, dass vielleicht mehr Menschen jetzt auch die digitalen Medien nutzen und da wirklich rangeführt wurden, weil sie mussten. Aber haben Sie noch irgendwas anderes, wo Sie sagen, das bleibt hängen und das ist gut? Ja, also was dann am Ende hängen bleibt, weiß ich nicht. Aber meine Erfahrung ist ohnehin, dass jede Krise, die einen nicht umbringt, wirklich die Chance ist, in irgendeiner Form umzudenken und was Neues zu probieren. Und ich muss sagen, das Phänomen, dass 98% des Flugverkehrs sozusagen gestoppt ist, dass die Luft besser ist, wird nicht dazu führen, dass wir plötzlich auf die Kapitalismusbremse treten und nicht mehr so viel konsumieren. Aber im besten Fall führt es auch zu einem Reflektieren dieser Ereignisse und Umdenken und vielleicht einem anderen Umgang untereinander für eine Zeit, weil wir den Wert der persönlichen Begegnung deutlicher gespürt haben. Das ist ja oft so, wie die Kriegsgeneration bestimmte Dinge sehr wertgeschätzt hat oder die Nachkriegsgeneration. Aber ich könnte es Ihnen nicht, dafür bin ich zu wenig Philosoph oder Soziologe, wirklich sagen, was am Ende Bestand hat. Ich persönlich finde die ein bisschen erzwungene Achtsamkeit, wenn man die Angst beiseite lässt, dass man sich die Art der Begegnung ein bisschen mehr vergegenwärtigt. Das finde ich ganz positiv. Und wenn jetzt man mit Freunden spricht und sagt, Mensch, wir wollen uns mal wiedersehen und dann zufällig beim Joggen aneinander vorbeiläuft. Dass man das auch besonders wertschätzt. Ja. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Dr. Burscheid. Kommen Sie gut heim. Sehr gerne. Danke Ihnen.